Der berühmteste Bühnenskandal des 20. Jahrhunderts kommt 100 Jahre später mit einer Choreografie von Sascha Walz und unter der musikalischen Leitung von Daniel Barenboim wieder auf die Bühne. Le Sacre du Printemps heißt das Stück von Igor Strawinsky aus dem Jahre 1913, mit dem eine neue Musikepoche begann. Das Stück war in aller Munde, weil es wegen seiner zahlreichen Dissonanzen zunächst überwiegend Missfallen erregte. Igor Strawinsky wurde danach endgültig berühmt. Sein Stück war zum Spektakel geworden. Am Samstag feiert die neue Interpretation des Werks Premiere an der Staatsoper im Schillertheater.